Hallo, liebe Spatzens hier. Willkommen zu einer neuen Market Watch auf diesem Kanal. Heute geht es um den Release von Dimension Force. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. DIFO Dimension Force hat heute Release und wir hatten einen Presale über eine Woche auf Card Market und ich möchte euch mit diesem Video zeigen, was wir denn so verkauft haben. Es ist ein bisschen deprimierend, aber gehen wir doch mal rein. Um ein bisschen die Spannung aufzubauen, kommen hier erstmal die Artikel, die dazu gekauft wurden. Ich sehe hier Austauschfreundschaft, Mitsukis, ein bisschen Predablend-Kram. Aha. Aber nichts Auffälliges. Ein paar Allure of Darkness. Ghost from the Past haben so ein bisschen was mitgenommen. Und dann sind wir auch schon bei DIFO. Es waren jetzt insgesamt auch nicht viele Artikel, nicht mal ganz 400. Bisschen enttäuschend. Allgemein das Set zur Release, vom Preisen her gar nichts über 20 Euro, außer der Therion King Regulus. Und wir haben einen Lipromancer Core verkauft, aber der ist auch nicht teuer. Dann zwei Materion Core würde ich jetzt vermuten mit Lily und King. Die Lily für so 16, 17 Euro, die Kings für 40 bis 43 Euro. Davon wurden sogar mehr gekauft. Da ging insgesamt 9 Stück weg. Illegal Knight natürlich für das Brave Adventure Thema eine neue Karte. Ziemlich cool, kann zwei Karten bouncen wie so ein Pinguin, so hat nur, dass er nicht auf Monster bezogen ist, sondern auf Karten insgesamt. Für 15 bis 17 Euro verkauft, für mein Verständnis zu günstig, aber es ist halt nur ein One-Off in dem Deck, von daher okay. Hat aber Potenzial teurer zu werden, genauso wie die ganzen Lipromancer. Ist ja ein TCG-Only, wenn ich richtig liege, und kann deswegen noch ein bisschen besser werden mit der Zeit, mit den neuen Sets, mit den nächsten Sets. Und Therion ist auch so ein Archetyp, der ein bisschen gehypt ist, aber das werden wir dann sehen. Am Wochenende sind die ersten großen Turniere. Im Magdeburg Release-Turnier, in Berlin eine Regional, in Österreich, in Salzburg die österreichische Meisterschaft. Vielleicht sieht man da schon den einen oder anderen neue Karten spielen. Ich denke mal schon, weil wir haben so viel Nachfrage, wo die Leute meinen, könnt ihr das so raussenden, dass wir es bis zum Wochenende da haben. National in Deutschland klappt das, weil morgen alles rausgezogen. Ja, wenn ihr das Video seht, ging heute alles raus, so darf ich sagen. Ich habe ja das Video schon Mittwochnachmittag aufgenommen. Das ging alles raus soweit und sollte dann Freitag auch bei euch ankommen, sodass ihr national wenigstens eure Karten schon mal spielen könnt, antesten könnt. Mach mal weiter im Programm. 3 Old Eyes Pendulum Craft Dragon für 13 das Stück. Okay, das sagt mir jetzt gerade nichts. Da gehen wir mal rein, was die gerade aktuell so kosten. Und am meisten ging weg der Albert, der Secret der Fusion für die Despias. Da haben wir einige verkauft, so zwischen 19, oh, sogar ein für knapp 30. Ja, und gerade steht er so bei 17. Also die ging echt gut raus. Der Psychic and Punisher ging auch ganz gut raus, aber auch nur so zwischen 14 und 18. Beyond the Pendulum, wo ja, man dachte, neuer Elektromite, der wird richtig teuer. Naja, geht jetzt auch gerade mal noch so 17. Und wir haben aber einen Verkauf für 34. Das war wahrscheinlich eins der ersten Sales mit dem neuen Set. Ja, ist immer der Vorteil, wenn man halt früh einsteigt, dass man halt vielleicht ein paar Sachen noch teuer abgreift. Hat dann aber auch die Gefahr, dass die Leute sehen, oh, es ist jetzt zur Hälfte günstiger. Wir stornieren das und bestellen es einfach nochmal. Das Recht besteht, aber die meisten sagen, naja, wie ich es gekauft habe, ich will ja die Karten wirklich haben. Deswegen machen sie ja den Presale mit und kaufen direkt ein und bezahlen das, damit sie die Sicherheit haben, dass es auch zur Release geliefert wird. Dann haben wir hier noch eine Predablend Fusion, eine neue Punk-Karte, Dear Note. Dann ein bisschen Dinomorphia-Support, ein bisschen Zombie-Support, Red Rise Zombie Dragon Lord ging auch öfters raus. Aber ihr seht hier, das sind Ultra-Rares und die sind vom Preis her alle unter 10 Euro. Das ist nicht viel. Die neue Exorcister-Karte ist hier drin. Und ja, dann noch so ein paar andere Therion und Dinomorphia Karten, die Frenzy, die Falle wurde oft gekauft. Dann sind wir schon bei Super Rares. Da ging der Immortal Dragon öfters weg. Die Sylvan Dance Pioneer, die zwei Plans braucht, der Link 2. Dachte ich, der geht mehr raus, aber momentan noch nicht. Hat aber Potenzial, später mehr Einsatz zu finden.
Dann natürlich die Branded Banishment als Superware, welche am meisten verkauft wurde. Für einen Euro, ja, Bestellung 1, das war, wo wir die ersten waren in Europa, die das Set gelistet haben. Da habe ich halt einfach fiktive Fantasiepreise mir ausgedacht und gesagt, naja gut, erstmal die Superwares listen für 5 Euro Stück, und dann hat auch tatsächlich einer zugegriffen. Ansonsten immer für einen Euro. Aber das ist ja auch okay für eine Superware. Genau. Was sehen wir noch so auffällig? Cummins, sehr überschaubar. Die halt die Branded Loss, aber da müssen wir eigentlich nicht drauf gehen, weil es ist alles Mindestpreisartikel. Das war schon keine Hüllen, keine Sleeves und auch keine Decks dazu. Ich dachte so, dass noch ein paar Alba Strike Decks rausgehen mit dem Branded Support oder halt noch mal eine Matte oder so, aber nö, das waren diesmal wirklich nur Einzelkarten und dafür halt auch nicht so viel. Vom Wert her 1700. Sind halt auch noch die alten Karten mit dabei, aber so sind halt erstmal drei Cases knapp bezahlt. Und jetzt gehen wir mal noch in die Secret Rares rein, was die so gerade an Preisen sagen. Wie gesagt, ich nehme das Video hier zum Mittwochnachmittag auf. Da sehen wir hier, dass jetzt schon private gelistet haben, natürlich von den Sneaks, und die Preise richtig runtergehen. Wo wir den gerade noch für 13 Euro dreimal verkauft haben, geht er jetzt nur noch 5. Auf Englisch, ja, also viel weniger. Also kann man froh sein, dass man die wenigstens einmal losgeworden ist. Der Illegal Knight ist jetzt auf 13. Okay. Ich bin echt gespannt, wie viele das Set aufmachen und wo es dann am Ende landet. Der Alba am Anfang hier sogar für 30 und jetzt ist er halt runter auf 18. Schade. Aber auch das kann sich alles nochmal regulieren. Beyond the Pendulum bei 15. Die Fusion, wenn sie Play sieht, geht die vielleicht wieder auf den 5 hoch, aber jetzt bei 1,50 ist halt nichts mehr wert. Der Punk, ein 5er, das ist noch einigermaßen stabil, die englischen 5,50. Der neue Synchro, bei 1,50 auch nicht mehr teuer. Also die Leute kaufen es ein, weil es halt günstig ist, aber ja, ich freue mich schon irgendwie auf die Set-Analyse vom TCG-Seller nächste Woche, wenn sie kommt, wo er wahrscheinlich heulen wird, dass man das Geld nicht reinholt. Ich muss auch dazu sagen, falls ihr nicht Social Media verfolgt habt, unsere Pull-Ratio gestern von 60 englischen EU-Displays, eine Starlight in 6, nee, 5 Cases, und wir haben heute weiter aufgemacht und haben bis jetzt auch noch keine Starlight Rare in den ersten zwei Cases gehabt. Also da ist es mit der englischen Verteilung ganz gruselig, und dann sieht man halt die Bilder von Amerika, wo halt einer ein Case aufhat, wo er teilweise 4 Starlight Rares pro Pack drin hat. Das war Wahnsinn, wenn man dann aus 600 Euro 100.000 machen kann. Ja, naja, dann sind wir noch bei der Magnifica Exorcista Karte bei 4 Euro, vielleicht auch bei 5. Aber es gibt so viel im Angebot zurzeit schon wieder. Das ist schon gruselig. Mal gucken, ob sich das hält. Die Frenzy bei 5 Euro. Und dann noch die Branded Banishment. Ja, die bleibt erstmal stabil bei 1 Euro. Hat Potenzial, wahrscheinlich so 2 Euro, 3 Euro zu kommen. Gucken wir uns Dimension Force mal insgesamt an. Was geht hier am meisten raus? Ja, die Banishment. Okay. Ein bisschen Therion-Kram. Dynamorphia. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Dann die neuen Bretterblend Cummins gehen gut raus. Und halt der Alba. Ne? Bilder haben wir mittlerweile auch auf Market. Sehr gut. So schaut er aus. Mit dem müsstet ihr euch wahrscheinlich noch beschäftigen, wenn ihr am Wochenende zocken wollt. Das werden wahrscheinlich einige spielen. Ja, also an sich sieht das Set gar nicht so schlecht aus, weil es unterschiedlichste Themen unterstützt und neue Themen reinbringt. Nur, naja, die aktuelle Marktsituation. Die Händler müssen Ghost from the Past bezahlen, müssen jetzt Defo bezahlen, müssen in 2 Wochen, glaube ich, LED 9 bezahlen, weil es da rauskommt. Und schon sind die Preise total im Keller. Und da halt immer noch die kleinen Händler, die einen nerven. Ne? Also, weil sie halt irgendwann vorbestellt haben und jetzt das Zeug bekommen. Und teilweise wollen die Leute es gar nicht mehr bekommen, aber haben halt ihre B2B-Bestimmung und ja, versuchen halt ihr Geld wieder rauszuholen. Ja, wir gucken uns mal noch am besten die Displays an. Wo sind wir da gerade? Sind wir noch über EK? Ne, hier gibt es schon wieder die ersten für unter 50 Euro.
Abzüglich Gebühren und Steuern bleibt da nichts viel über. Ah ja. Ja, ich habe auch 100% meiner englischen Ware bekommen. Bin damit erstmal zufrieden. Ich bezahle das die Woche und dann hoffe ich, dass das irgendwann ein Produkt ist, was sich mehr lohnt aufzumachen als jetzt zum Presale. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Lasst ein Abo oder Like da, kommentiert, wenn ihr wollt, wie ihr das Set findet. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Jens.